Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch eine Kamera aus dem schönen Italien vor, und zwar die Ferrania Zeta Duplex von der Firma Ferrania, was jetzt nicht wirklich schwer zu erraten war, die, soweit ich weiß, in Mailand beheimatet war. Die Zeta Duplex heißt so, weil es eine Zweiformatkamera ist, wie man hier hinten sehen kann. Und zwar 4,5x6 oder 6x9, wozu es jeweils ein verschließbares Filmfenster gibt. Die Ferrania Zeta Duplex hat zwei Geschwindigkeiten, also beziehungsweise auf oder auf Zeit, so circa 1:50, wozu dieser Hebel hier dient. Dieser Hebel hier dient. Ja, so genau. Außerdem kann man zwischen den Blenden 16, 11 oder 11 mit Gelbfilter wählen. Hier unten. Und eben wegen diesem kleinen Bogen hier wird sie auch gerne als die lächelnde Kamera bezeichnet, weil es halt aussieht wie ein kleiner Smiley. Bei meinem Exemplar ist leider hier oben der Haltegriff gerissen, bei vielen ist er ab. Dennoch eine schöne Kamera. So, geöffnet wird sie einfach, indem man wie üblich hier den Knopf zieht und hier auf diesen Knopf drückt. Den da und zieht. Zack. Das Innere. So, und hier haben wir dann auch das Zweiformat. Einfach ermöglicht über hochklappbare bzw. runterklappbare Blechblenden. So hat man das 4,5x6 und so das 6x9 Format. Eigentlich eine clevere Idee. So, und jetzt wieder rein mit dem Ganzen. Ja, so ein bisschen witzig, aber ja, leider funktioniert es nicht immer so, wie man sich das vorstellt, aber das ist Kamera. Und wieder zu. Wie man sie lädt, zeige ich jetzt nicht. Ich habe schon mehrmals gezeigt, wie man Boxkameras lädt, und das ist eigentlich bei jeder ist dasselbe. Hier ist natürlich der Transporthebel. Wie gesagt, hier sind die Fenster für die zwei Formate. Beide verschließbar. Hier ist der Anschluss für den Drahtauslöser. Und hier hat man die zwei Sucher. Das Interessante an den Suchern ist, dass darauf zwei Striche sind, also ein eingegrenztes Feld, sodass man auch hier drauf die zwei Formate erkennt. Das 6x9 und das 6x4,5 Format. Sprich, eine hübsche, kleine Box. Leider nicht ganz einfach zu kriegen, aber ich mag sie. Und sie funktioniert. Was will man mehr? Wenn es euch gefällt, könnt ihr den Kanal abonnieren und das Video liken. Also, bis zum nächsten Mal.